Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity, der zweiten Staffel. So, erstmal Level Up für uns. Ja, mehr Überleben vielleicht. So, Fähigkeit. Flammen der Hingabe ist dieser Angriff, den Palagina schon hat. Inspirierender Triumph. Wenn wir einen Feind niederstrecken, kriegen alle für 10 Sekunden plus 7 Verteidigung. Also unsere Truppen, unsere Jungs. Befreiende Ermunterung. Befiehlt einem Verbündeten, also seine Stärke aufzubringen und bestehende Effekte vorübergehend zu ignorieren. Abträgliche Effekte für 20 Sekunden aufgehoben. Ja. Ja, eifriger Fokus und eifriger Sturmangriff brauchen wir nicht. Das sind die beiden Auren. Schwächung des Unwürdigen. Der Paladin hebt vorübergehend alle positiven Effekte auf, mit denen ein einzelner Feind belegt ist. Die Effekte werden wieder aktiviert, sobald Schwächung der Unwürdigen endet. Brauchen wir auch nicht unbedingt. Ägide der Treue. Charaktere, die unter den Wirkungen bezaubert, verwirrt oder beherrscht stehen, werden mit einem schweren Malus auf ihre Genauigkeit belegt, wenn sie den Paladin angreifen. Außerdem verursachen die Angriffe des Paladins gegen solche Charaktere nur minimalen Schaden und heben die Wirkung immer auf. Effekt. Bezaubert, beherrscht, verwirrt. Angreifer erhält Genauigkeit gegen verwirrte, bezaubernde, dominierte Charakter. Zusätzliche Effekte. Charakter von selbst getroffen, bezaubert, beherrscht, verwirrt, entfernt. Ja, also wenn mein Paladin ein Gruppenmitglied haut, was verwirrt, beherrscht oder verzaubert ist, dann ist es das nicht mehr. Wiederbelebte Ermunterung. Ermöglicht einem bewusstlosen Verbündeten sich zu erholen und stellt zeitlich begrenzt einen großen Teil der Ausdauer wieder her. Etwas davon geht nach kurzer Zeit verloren. Koordinierte Angriffe. Der Paladin kämpft in perfekter Synergie mit dem nächsten Verbündeten, der den gleichen Feind angreift, wodurch der Verbündete einen Bonus auf Genauigkeit erhält. Nehmen wir Flammen der Hingabe, das ist für mich so das Beste, was ich hier so sehe. So. Jetzt zu der Quest Stahlwinde. Die späte Berichte vom Kommandant Cliver scheinen ein Erfolg zu sein. Tatsächlich möchte der Hochrichter sich vergrößern, indem seine Schmiedemeister noch mehr Schmiederitter auf Burg Flottenbrecher bauen. Kommandant Cliver bat mich, die Forschungsunterlagen zu einem der Kommandanten des Hohen Gerichts in Anslogs Kompass zu bringen. Anslogs Kompass ist eine Lagune nördlich von Trotzburg. Kommandant Cliver erzählte mir, dass der Kurier des Hohen Gerichts eine Kommandantin namens Arandroet dort warten würde. Ein Schiff direkt nach Trotzburg zu schicken, würde wahrscheinlich die Aufmerksamkeit der Dutzenden erregen. Ja, und das war das mit dem Leuchtturm. Nia versucht, den alten Leuchtturm in Nordras Geschenk zu renovieren. Ihre Arbeiter weigern sich aber, ihn zu betreten, weil es dort angeblich spuken soll. Sie möchte, dass sich jemand dort umsieht, um zu beweisen, dass keine Gefahr besteht. Der Leuchtturm scheint seit langer Zeit verlassen zu sein. Er ist voller bösartiger Schatten und ich höre aus einem der oberen Stockwerke ein furchterregendes Schreien. Ja, und den Fürst eines Ödlands. Gut. Absolutely. Das heißt, wir verlassen jetzt erstmal nicht Trotzbucht, sondern
die Burg. So. Und dann geht. Do you still have family living in the Deerwood, Adair? No, not these days. Parents left the country years back during the purges. I think about him a lot. It's a shame you and your family suffered, even after the Saints War ended. You Deerwoodens certainly have a knack for holding on to old grudges. Hm. Balegina fragt Adair, leben manche deiner Familienangehörigen noch immer im Dürrwald? Nein, nicht mehr. Meine Eltern haben das Land vor vielen Jahren verlassen während der Säuberung. Ich denke viel an sie. Was für eine Schande, dass du und deine Familie noch immer litten, als der Krieg des Heiligen schon vorbei war. Ihr Dürrwälder habt in der Tat eine Gabe dafür, vergangene Zwistigkeiten nicht zu vergessen. Ja, so wie sie auch immer noch Probleme mit Edirianern haben. So, dann ab in die Vailianische Handelsgesellschaft. Ambassador Agosti, I would speak with you on a matter of some urgency and great importance. Palekina lächelt breit, als sie den Botschafter anspricht. Botschafter Agosti, ich würde gerne mit Ihnen über eine dringende und wichtige Angelegenheit sprechen. Bevor er antwortet, verschränkt Vincent die Arme vor der Brust und seufzt, als würde er sich an eine schwere Bürde erinnern. Palekina, wenn das wieder um dieselbe Sache geht, bezweifle ich, dass ich mich leichter überzeugen ließe. Botschafter, bitte hören Sie ihr zu. Der Botschafter mustert dich mehrere Augenblicke lang und nickt dann respektvoll. Talisa, du bist in Trutzburg wohl bekannt. Er lächelt sanft, sogar in der Vailianischen Botschaft. Vincent wendet seine Aufmerksamkeit wieder Palegina. Also befindest du dich jetzt in respektabler Gesellschaft? Er versetzt seine Hände hoch und zuckt mit den Achseln. Kam ein guter Grund, Schwierigkeiten mit Beseelern und was weiß ich mit wem noch zu schüren. Ambassador, there are issues at stake here that go beyond rogue merchants and the port staying open. Animancy is under attack in Defiance Bay. Botschafter, hier geht es um mehr als um verbrecherische Händler und die Zugänglichkeit des Hafens. Die Beseelung sieht sich in Trutzburg Angriffen ausgesetzt. Palegina schüttelt zur Bekräftigung ihrer Worte ihre gefiederten Fäuste. Wir müssen hier unsere Interessen beschützen, aber das heißt auch, unnötige Verwicklungen zu vermeiden. Die Beseelung und die Einheimischen haben Probleme miteinander, sie werden sie beilegen oder auch nicht. Wie dem auch sei, für uns ist es zu riskant, darin verwickelt zu werden. If it is outlawed here, what would prevent the same from happening in our republics? Wenn sie hier geächtet wird, was würde dann verhindern, dass das auch in unseren Republiken geschieht? Der Gesichtsausdruck des Botschafters schwankt zwischen Sympathie und Frust. Palegina, ich glaube nicht, dass deine Sorgen unbegründet sind, aber steht dieser Botschaft nicht zu, die Politik der Republiken zu widerrufen? Botschafter, ich kümmere mich bereits um die von Palegina erwähnten Angelegenheiten, sofern das einen Unterschied macht. Was bist du denn für ein nicht rückgratloser Nichtstuer? Wenn du und die Dux sie nicht ernst nehmen, dann schiebt ab, nichts sagen. Nehmen wir das Erste. Macht es nicht, aber sollten dich deine Nachforschungen nach Zwillingsulm führen, so wäre das eine glückliche Fügung des Schicksals, denn dorthin muss Palegina reisen. What is it the Dux need of me? Ambassador. Palegina findet wieder zu ihrem entschlossenen Gebaren. Botschafter, was genau erwarten die Dux von mir? Die Instabilität des Dürrwalds hat uns die Gelegenheit eröffnet, ihren Handel mit ihr Glanfahrt zu übernehmen. Wir müssen uns zur Sicherung bevorstehender Handelsabkommen schon bald mit den Glanfantanern treffen. Die Straßen nach Zwingsum können natürlich gefährlich sein, aber genau deshalb wirst du dort unsere Repräsentantin sein. It's Josie, Ambassador. But won't this provoke the dear Woodins? Their country is falling apart and we are already dividing up their trade alliances. Baleginas Federn sträuben sich, aber dennoch spricht sie mit ungewöhnlich sanftmütiger Stimme.
Ecosy-Botschafter, aber wird das nicht die Dürrwälder provozieren? Ihr Land ist im Zerfall begriffen und wir teilen schon ihre Handelsbündnisse unter uns auf. Provozieren? So was in einer Kriegserklärung etwa? Es ist zwar nicht die Schuld der Republiken, aber die Armeen des Dürrwalds wurden einer ganzen Soldatengeneration beraubt. Es wäre töricht, diesen Vorteil nicht auszunutzen. Wenn wir es nicht tun, dann die Rezeraner. Botschaft, angesichts dessen, was diese Leute durchgemacht haben, ist das ziemlich kaltherzig. Meine Gegner, das ergibt Sinn. Der Dürrwald hat Probleme und früher oder später wird sich das jemand zunutze machen. Nichts sagen. Das ist kaltherzig. More than that, Ambassador, there is a practical element to consider. We may profit in the short term from this arrangement, but what of the future? The Deerwood won't forget, and the Republics may pay the price for it. Botschafter, darüber hinaus gibt es noch einen praktischen Aspekt zu berücksichtigen bei diesem Abkommen. Könnten wir zwar kurzfristig profitieren, aber was ist mit der Zukunft? Der Dürrwald wird das nicht vergessen und die Republiken könnten den Preis dafür bezahlen. Der Botschafter seufzt. Palegina, wir sind nicht die Dux, sie entscheiden und wir müssen ihre Befehle ausführen. Es ist ja nicht so, als würden sie dich bitten, jemanden zu ermorden. Palegina hielt seine Augenbrauen und beißt die Zähne zusammen, sagt aber nichts. Palegina, Palegina, schüttelt den Kopf. Reise nach Zwillingsulm, sprich mit der Anamenfaf, beeindrucke sie mit der Instabilität des Dürrwalds und versichere ihr den Wunsch der Valyrischen Republiken, sichere Handelsgeschäfte aufzunehmen. Of course, Ambassador. Nach einer langen und unbehaglichen Pause atmet Palegina tief aus. Sie schließt kurz ihre Augen, als sie akzeptiert in sich zusammensackt. Natürlich, Botschafter. Der Botschafter nickt und lächelt väterlich. Dann schaut er dich an. Ich weiß, dass ihr geplant habt, diese Krise zusammen zu untersuchen. Aber ich hoffe, dass du dir Palegrinas Verantwortlichkeiten bewusst bist. Natürlich, Botschafter. Wir haben alle Pflichten zu erfüllen. Das bin ich. Aber wir werden sie trotzdem untersuchen. Verantwortlichkeiten hin und her. Lügen. Das bin ich absolut. Und ich werde dafür sorgen, dass sie diesen wichtigen Auftrag für die Dux ausführt. Palegina anstößig zuzwinkern. Sind wir mal ehrlich, wir werden es trotzdem untersuchen. Vincent nimmt eine drohende Haltung an und wendet sich an Palegina. Müssen die Dux wirklich mehr über die wilden Abenteuer von Palegina Misrae erfahren? Of course not, Ambassador. I will attend to the Anamenfath as soon as I am able to travel to Twin Elms. Palegina hält ihre Hände hoch. Natürlich nicht, Botschafter. Ich werde mich um die Anamenfath kümmern, sobald ich nach Zwingsulm reisen kann. Gut, wenn du mich nun bitte entschuldigen würdest. Tschüss, Botschafter. Could have gone better. Could have gone worse. Hätte besser laufen können, aber auch schlechter. I appreciate that you stood up for me. But it's hard to persuade the ambassador to go against the Duke's orders. Ich weiß es zu schätzen, dass du für mich eingetreten bist, aber den Botschafter zu überzeugen, gegen die Befehle des Dukes zu handeln, ist ein schwieriges Unterfangen. Ich weiß, dass du recht hast, Palegina. Vielleicht finden wir einen Weg, wie du deine Verpflichtung erfüllen kannst, während wir nachforschen, was sich hier wirklich abspielt. Keine Sorge. Dich zu unterstützen fühlt sich richtig an, aber ich glaube auch, dass der Botschafter gute Argumente vorgebracht hat. Wenn du nicht damit anfängst, Befehle zu befolgen, wirst du noch mehr Probleme mit den Dux bekommen. Nehmen wir das Erste. Das Zweite klingt ein bisschen zu streng. Enough wisdom for both of us. Now, I just need to find out how to get to Twin Elms, before the ambassador loses his patience. So, genug Weisheit für uns beide. Jetzt muss ich nur herausfinden, wie ich nach Zwingsum komme, bevor der Botschafter seine Geduld verliert. Sie hält den Gedanken inne. Trotzdem fürchte ich, dass dieses Abkommen mit den Glavantalen die Dürrwald weiter schwächen wird und den Republiken in den kommenden Jahren dadurch Probleme bereiten wird. Nun, der Weg nach Zwingsulm ist weit. Du wirst genügend Zeit haben, es zu überdenken. Folge deinem Herzen. Tu, was deiner Meinung nach für die Republiken das Beste ist. Palegina, führe einfach deine Befehle aus. Auf diese Weise wirst du am ehesten nicht in Schwierigkeiten geraten. Nee. Das Zweite klingt recht leidenschaftlich, also folge deinem Herzen. Ich wünschte, das wüsste ich. Gut. Drei Level-Ups mal wieder. Edea.
Heimlichkeit und Athletik für Idee. Eigentlich sollte ich ihm wirklich. Hab ich ihm noch keinen Waffenspezialist gegeben? Doch, eigentlich sieht es aus, als hätte ich ihm schon den Waffenspezialist für Säbel gegeben.